Hallo ihr Lieben, hallo, ich grüße dich. Ich bin Helmi von Urvertrauen, ich bin Musiker und heute geht es um ein Thema, was für mich sehr, sehr persönlich ist. Und zwar geht es um einen Teil meiner Kindheit und zwar um den Teil der körperlichen Misshandlung, die ich durchlebt habe. Und ich erzähle das für all die Menschen, die gerade dasselbe durchmachen, ob es Kinder sind, ob es Jugendliche sind, ob es Erwachsene sind, wo hinter verschlossenen Türen Dinge ablaufen, wo man von außen niemals vermutet, dass das dort passiert. Und es wird, glaube ich, ein bisschen länger, das Video, und es kann auch sein, dass es ein bisschen emotional wird. Und aber ich halte es trotzdem für wichtig. Genau, ich bin als Kind körperlich misshandelt worden und ich weiß, der erste Arschloch war mit 4 mit dem Kleiderbügel. Mit 5 Jahren hat mir mein Stiefvater das Nasenbein gebrochen, weil ich mir vom Abendessen die Haare nicht gekämmt habe. Das sah so aus, dass er nicht mit der Faust zugeschlagen hat, sondern mir einfach ein Beinchen gestellt hat, weil ihm das nicht passte. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob er zu dem Moment wieder alkoholisiert war oder ob er einfach nur Bock drauf hatte. Was dieser Nasenbeinbruch für Folgen hatte, auch später in der Schule, das werde ich in einem anderen Video nochmal erzählen. Dann war es so, dass meine Mutter mich immer mit einem Holzkochlöffel geschlagen hat. Der Punkt war, es wurde so lange auf den Hintern geschlagen, bis der Holzkochlöffel auch tatsächlich kaputt gegangen ist. Und ich weiß noch, es war immer so, es wurden entweder 10 Schläge, hat sie vorgegeben, und sie sagte aber, immer wenn ich die Hand an das Gesäß gehalten hat, an den Po, hat sie gesagt, dann gibt es einen Schlag zusätzlich. Und das heißt also, du hast richtig einen auf den Hintern bekommen. Und wenn du die Hand dahin getan hast, weil es ja weh tat, hast du erst einen auf die Hand bekommen, dann hast du die Hand weggezogen und es gab noch einen extra Schlag auf den Hintern. Und dann war der Kochlöffel irgendwann kaputt. Ich habe irgendwann die Kochlöffel versteckt bei uns, in der Hoffnung, dass ich dann die Prügel nicht mehr bekomme. Ich kann mich an eine Situation erinnern von meinem Stiefvater, weil es hieß immer, teilweise von unserer Mutter, warte mal, bis der Papa kommt. Und dann war ich auf einem Geburtstag, wo ich nicht hin durfte, bin da heimlich hin und kam halt wieder und es ist halt rausgekommen, dass ich dort war. Und dann hieß es, warte mal, bis der Papa kommt. Und ich weiß, dass ich dann zu Hause im Bett lag und ich habe gebetet. Ich habe gesagt, bitte, bitte, lieber Gott, mach, dass Papa nicht kommt. Aber er kam. Und er ist dann mit mir in die oberste Etage gegangen. Und war, ich werde das nie vergessen, noch in aller Ruhe pinkeln vorher. Er stand vor dem Klo, hat gepinkelt und ich habe auf Knien als Junge vor ihm gekniet und habe gesagt, bitte, bitte, Papa, bitte, bitte, schlag mich nicht. Ich mache das nie, nie wieder. Und ich weiß, wie kam ja, damit du es nie wieder machst. Ich weiß, dass in diesem Moment, wenn diese Kuckucksuhr läutet, die Menschen, die nicht mehr leben, nämlich meine Oma und mein Opa und mein Schwesterherz, jetzt gerade an mich denken und sagen, hey, es ist gut, was du da gerade tust. Auf jeden Fall gingen die Prügel dann weiter und entweder war es ein Gürtel oder es war ein Besenstiel oder es war irgendwas, was ihm in die Hände kam. Und ich war sehr froh, wenn er alkoholisiert war, weil ich gedacht habe, vielleicht ist er so alkoholisiert, dass er müde ist und dass er jetzt keine Kraft mehr hat zu schlagen, sondern einfach einschläft. Ich erzähle das, weil ich glaube, dass viele sich in solchen Situationen aufgeben. Und wenn du das Gleiche erlebst, möchte ich dir sagen, bitte gib dich nicht auf. Weißt du, auch aus mir ist was geworden. Ich meine, ne, ich bin Krankenpfleger, ich mache Musik mittlerweile und ich bin nicht in Drogen abgerutscht, ich bin nicht in Alkohol versackt.
Aber bitte tu den Gefallen und geh an die Öffentlichkeit damit. Bitte gib dich nicht auf. Schreib mir meinetwegen deine Mails oder... Aber bitte, bitte gib dich nicht auf. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das Video jetzt beende, weil ich merke, dass es doch sehr emotional ist. Aber ich möchte eigentlich nur, dass du weißt, du bist mit dieser Scheiße nicht alleine. Und ich weiß, was du durchmachst. Bitte hör niemals auf, an dich zu glauben und hab Urvertrauen. Und fühl dich bitte umarmt von mir. Du bist ein ganz, ganz, ganz wertvoller Mensch. Und egal, was dir irgendwelche anderen einbläuen, und wenn man dich noch so tritt und prügelt, du bist ein ganz wertvoller Mensch. Und bitte glaub an dich. Und bitte mach es öffentlich. Ich freue mich über eure E-Mails und ich würde mir von Herzen wünschen, dass ihr taktvoll mit diesem Video umgeht. Es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich fand es wichtig.